Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit der Tagesdosis Angeberwissen, heute mit Daily und mit Till und seinem Vlog. Ja, das ist der Kanal von Emir und ich bin der Sashi und wir reden heute, Lasten, hast du gelacht? Nein, ich habe nicht gelacht. Es gibt hier nichts zu lachen. Ja? Ich würde nicht lachen. Wir reden heute über den 18. November und der 18. November hat ein Geburtstagskind und das ist Ilka Bessin. Ach, kennst du Ilka Bessin? Hier? Nee, ein bisschen mopsig, ja? Ja, ein bisschen mopsig. Das ist nämlich Cindy aus Marzahn. Ja, das ist Cindy aus Marzahn, Ilka Bessin. Und die ist geboren 1971, 3 Jahre vor mir. Weißt du Bescheid. Ja, und aber am 18. November ist auch etwas passiert, von dem du uns berichten historisch möchtest. Historisch, sage ich euch. Und zwar das britische Empire wurde umgewandelt in das heute bestehende Commonwealth. Ah, das war was auch immer das zu bedeuten hat, aber es ist eine total wichtige Information für den 18. November. Ja, am 18. November ist das passiert. Und in welchem Jahr? 1926 zum 1926, Beispiel. Wieso zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Achso, ja. Zum Beispiel ist ein ganz guter Nichtsdestotrotz Bemerkung. Ist auch ein sehr schönes Wort. Nichtsdestotrotz, genau. Und nichtsdestotrotz ist 2002 in Wiesbaden das erste Mathematikmuseum eröffnet worden. Oh. Das erste Mathematikmuseum der Welt sogar. Kennst du den Satz des Pythagoras? So ganz einfach. A² plus B² gleich C². Richtig. Ja. Ja. Kannst du die PQ-Formel? Nein. Ja. Kennst du die irgendeine binomische Formel? Nicht mit Namen. Nicht mit Namen? Kennst du einen Sinussatz zum Beispiel? Kannst du einen Sinussatz irgendwie? Auch nicht. Cosinus? Satz? Auch nicht. Naja, dann müssen wir auf jeden Fall mal nach Wiesbaden in das erste Mathematikmuseum unbedingt mal besuchen, ne? Weil ich sehe da gewisse Defizite, die der Tilda hat. Macht aber nichts, denn er hat ja unseren letzten Fakt des Tages. Ja, und zwar Filmpremiere in den USA. Am 18. November? Am 18. November. Filmpremiere? 1959. Ah, genau. Ben Hur. Geiler Film. Ist 1960 allerdings erst bei uns in die Kinos gekommen. Ja, also 1959 ist die Weltpremiere in den USA stattgefunden von Ben Hur. Und Ben Hur hat ja Till gesehen. Richtig. Das weiß ich noch aus einer alten Folge. Genau, deshalb weiß ich auch, dass es erst 1960 bei uns in die Kinos kam. Siehst du, so viel hat man schon gelernt hier. Da, also ist, Till hat da schon bleibt einiges, echt was hängen hier. Till hat einiges gelernt, während er hier geschafft hat. Ist ja nicht in jedem Job so. Als Fensterputzer lernst du nicht so viel. Das kommt drauf an, wo du Fenster putzt. Im Mathematikmuseum zum Beispiel? Da könntest du eine Menge da lernen. Da kommst du da raus und weißt die binomischen Formel und weißt PQ. Und den Sinussatz. PQ, wie heißt das? PQ-Formel heißt das, glaube ich. Und den Sinussatz, Kosinus, also ganzen Käse da. Ja? Ja. Ja. Man lernt ja nicht fürs Leben, sondern man lernt ja für Shoki Banoki. Für den Arsch. Ja, genau. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen, heute vom 18. November. Und ich sage Cheerio, Miss Sophie.